Hümer, Ballverlust. Und es gibt Eckball. Nach dem Zweikampf Ulmer gegen Juraj Piroschka. Salzburg links im Mittelfeld aufgeboten. Da gab es aber nur eine Sturmspitze heute. Vielleicht, das war nicht so einfach zu eruieren mit zwei Sturmspitzen. Also etwas offensiver, zumindest auf dem Papier. Erster Eckball für Senica. Ja, das war der erste Einstieg von hier. Wir gehen einmal nach Brøndby. Und dann gibt es Eckball für die SV Ried, die sich von der Umklammerung der ersten zwei, drei Minuten mit einer guten Chance, die wir gleich auch zeigen werden, befreien konnten. Und jetzt mit den Standards, auf die sie ja gehofft haben, vielleicht den Torhüter, nämlich Stefan Andersen, dementsprechend unter Druck zu setzen. Flanke von Lexa, die Ecke aber dementsprechend jetzt doch von Andersen geklärt. Und jetzt Gefahr für einen schnellen Gegenstoß, aber Gebauer mitgedacht und den Ball aus der Gefahrenzone geschlagen. Von Beginn weg spürt man, Brøndby hat einiges gut zu machen nach dem schlechten Auftakt in der Meisterschaft mit nur 4 Punkten aus 3 Spielen und eben dem 0:2 in Ried. Das ist der Trainer Henrik Jensen, selbst ein Stürmer gewesen. Ein Länderspiel hat er bestritten als Spieler. Zuletzt erfolgreich gearbeitet bei Brøndby Kopenhagen. Und er muss heute gewinnen. Der Fanzuspruch schon um etliches weniger geworden in Kopenhagen. Knappe 10, 11, 12.000 wollen dieses Spiel nur sehen. Mitgereist sind 200, 300 Rieder. Distanzschuss von Jan Christiansen. Und das ist natürlich gefährlich, wenn im 16er die Dänen in den Ballbesitz kommen, denn da weiß man, dass sie technisch derart gut beschlagen sind. Das war die Chance in der zweiten Minute. Leichte Unsicherheit bei Thomas Gebauer und dann der Schuss von Brent McGrath, der australische Jungstar mit 20 Jahren. Paul Gludowatz weiß natürlich, es gilt in der Anfangsphase dem Druck der Dänen entgegenzuhalten. Die Stimmung noch gut, ein schnelles Tor. Das ist die Devise von Brøndby Kopenhagen, von 4-4-2 auswärts auf 4-3-3 umgestellt. Der Vorort von Kopenhagen hat 34.000 Einwohner, 26.000 würden in dieses Stadion passen. 46 Jahre ist dieses Stadion alt und alt aussehen soll die Dänen. Vor allem bei den Standards, da hat im Vorfeld Paul Gludowatz die Devise ausgegeben, viele, viele Standards auch zu provozieren, gerade in der Nähe des Strafraums. So wie hier durch Florian Mader, der im Hinspiel durch einen direkt verwandelten Freistoß das 1:0 erzielen konnte. Vielleicht eine ähnliche Variante. Gut gemacht, kurz auf Hacic in den Fünfer abgespielt, fast mehr ein Pass als ein Schuss. Und wenn er da drankommt, dann wäre das ersehnte Auswärtstor den Riedern vielleicht schon gelungen. Man sieht, bei den Dänen, die sind nicht gekommen, um sich geduldig in dieses Spiel zu spielen. Die wollen von Anfang an auch das Publikum natürlich wieder zurückgewinnen, auf ihre Seite bekommen. Gefährlich gerade die linke Seite mit Jan Christiansen. Und da kommt auch auf Hacic einiges zu, gerade mit Brent McGrath. Ein sehr quirliger junger Spieler, vor einem Jahr das Debüt gegeben, ein Länderspiel auch schon für Australien bestritten. Mikkel Nielsen beim Einwurf, der erfahrenste Spieler. Hat gespielt bei Southampton, bei Panathinaikos Athen, 64 Länderspiele, dann zurückgetreten und hat auch einen weiten Einwurf.
aber nichts gewonnen aus dieser Chance und damit wieder Michael Bacher nach Senica. Sie haben hier nichts Wesentliches versäumt. Eines ist schon in der Anfangsphase in den ersten Minuten erkennbar. Hier haben wir Duhan Schwento, für den die Partie heute gewissermaßen ein Heimspiel ist. Für den einzigen slowakischen Legionär im Dress der Salzburger. Für das Länderspiel am kommenden Mittwoch Österreich gegen Slowakei übrigens auf Abruf. Das war sie jetzt, die erste nicht so schlechte Gelegenheit für die Slowaken, die sich bemühen. Das ist zumindest schon erkennbar. Wesentlich mehr für die Offensive zu tun als letzte Woche. Schuss aber abgeblockt von Zikaja. Die Salzburger haben, was die Abwehr betrifft, die so stabile Abwehr in dieser bisherigen Saison, ist einen Gegentreffer hinnehmen musste, keine große Mühe. Die Slowaken hier vorerst in Schach zu halten, aber jetzt erstmals größere Gefahr nach diesem Eckball. Ja, da zwei Mann, zwei Salzburger gegen einen Slowaken. Der kommt dadurch nicht sauber zum Schuss und dann klärt Eddie Gustafsson. Und jetzt der zögerliche Herauskommer vom Tormann und jetzt führt Salzburg hier mit 1:0. Das Tor geht auf Bolek. Der hat lange überlegt, soll ich raus, soll ich nicht. Dann ist er genau dort stehen geblieben, wo man nicht stehen bleiben soll. Und hat damit hier die Superchance offenbart zur Führung für die Salzburger. Durch den Mann mit der Nummer 30, Leonardo, der sozusagen jetzt schon der Senica-Spezialist ist, wenn man so will, nach seinem Traumtor im Hinspiel in Minute 75. Und jetzt trifft er auch hier zur Führung für Salzburg. Zurück nach Point B. Gute Nachrichten also von Red Bull Salzburg. Die Rieder sind ebenfalls noch gut im Rennen. Es steht noch immer 0:0. 7 Minuten gespielt, 2 Tore weiterhin also der Vorsprung aus dem Hinspiel. Und das sind die Möglichkeiten, die sich die Rieder hier hoffen. Nämlich Konterchancen für den schnellen Hammerer geben sich auch aufgrund der offensiv angelegten Taktik der Dänen die Räume dementsprechend. Und auf eine gelungene Aktion nach einem Konter hoffen vor allem die Oberösterreicher. Denn 4 Treffer für Bröntby erwartet eigentlich im Lager der Rieder heute keiner. Auch die Rieder ja nicht unbedingt ideal in die Meisterschaft gestartet. Erst 2 Punkte aus 3 Spielen. Allerdings war das 0:0 in Hütteldorf gegen Rapid ein prognoses X der besseren Sorte. Aufpassen, auf alle Fälle heißt es immer bei den Standards. Und da ist natürlich Gebauer gefragt, der nicht nur im Hinspiel die Dänen zur Verzweiflung gebracht hat, sondern am vergangenen Sonntag auch Rapid. Informationen haben die Rieder jede Menge bekommen. Unter anderem von Uwe Hansen, der 98 Cupsieger wurde mit den Riedern. Er hat einige Erkundungen eingeholt in Dänemark, wurde auch 2-mal beobachtet, die Mannschaft, und Co-Trainer Gerd Schweitzer hat die Erkenntnis mitgenommen, dass sich Brøndby zu Hause schwerer tut als auswärts, weil sie sich momentan auch aufgrund des fehlenden Selbstvertrauens schwer tun, das Spiel zu machen. Und das war eine ganz große Möglichkeit für die Dänen, der allerdings Gebauer erst so richtig gefährlich gemacht hat nach einem Schuss von Mikael Nielsen. Das war im selben Augenblick, als Salzburg auf 1:0 gestellt hat. Paul Kludowatz schon angespannt. Das Abenteuer Europacup macht ihm natürlich Spaß. Es ist ja seine erste, nachdem er